Hallo zusammen. So, ich hatte es schon mal angekündigt. Ich würde ganz gerne so eine Art 101 machen, also eine Kurzeinführung in Hüdagol. Dieses Mal als Kurzversion. Es gibt noch eine längere Version, eine 30-minütige Langversion. Die stelle ich auch online. Die ist etwas ausgeufert, aber die könnt ihr euch gerne angucken. Die zeigt noch viel drumherum. Ja, entstanden ist die Idee auf eine Anfrage beim SFCD-Treffen des SF-Treffs in Darmstadt. Dort durfte ich aus Hüdagol Exil lesen. Das ist der dritte Band, also das dritte Buch der Reihe. Teil 1 und Teil 2 gibt es momentan nur als E-Book. Das würde ich ganz gerne nochmal etwas aufpolieren und dann nochmal als Print rausbringen. Dauert noch einen Moment. Deswegen dachte ich, machen wir eine kleine Einführung. Was muss man vorher wissen, damit man quasi ins Buch einsteigen kann, ist halt für die Bibliophilen, die halt wirklich sagen, ich möchte es halt mal auf Papier lesen. Ist vollkommen in Ordnung. Es gab eine alte Version, die ist leider mittlerweile vergriffen. Um es nochmal schnell zu zeigen, so sieht das alte aus. Es gibt es mittlerweile mit einem neuen Cover als E-Book bei Amazon Only, leider. Kommt aber noch demnächst als Printversion. Genau, ja. Erste Frage, die man immer gestellt bekommt: Was ist Hydrogol? Das hat nichts mit Hydrogel zu tun. Das ist immer so ein Problem. Etwas Augen auf bei der Titel-Pseudonymwahl. Es gibt dann halt so ein paar künstliche Intelligenzen, die vielleicht nicht ganz so intelligent sind und daraus Hydrogel machen, weil das wird ab und zu verkauft. Hat aber nichts mit Hydrogol zu tun. Es gibt den Hyperdor-Golem, also das ist ein Golem, eine Art Bioroboter des außerirdischen Volkes der Hünen. Unser Hydrogol hat noch eine bestimmte Besonderheit, hängt sich mit dem Hyperraum-Tor-Portalöffner zusammen. Muss an der Stelle aber mal reichen. Das ist kurz angerissen, genau. So, Frage ist, muss man Hydrogol lesen? Die Kurzversion, ja, unbedingt. Die Langversion, das Einzige, was der Mensch wirklich tun muss, ist am Ende seines Lebens sterben und das müssen alle. Aber es hat ja niemand gesagt, dass man nicht ein bisschen Spaß haben kann vorher. Und ich hoffe, ihr habt beim Lesen von Hydrogol Spaß und ihr lasst euch in diese Welt hineinlocken. Genau. So, im Prinzip, was ist Hydrogol? Nochmal die gleiche Frage, allerdings jetzt diesmal in die Einordnung. Also, Hydrogol ist Far Future Science Fiction. Ja, also es gibt halt die Near Future, die ist halt relativ nah an der aktuellen Umgebung, etwas weiterentwickelt, 100 Jahre, 200 Jahre maximal. Und es gibt die Far Future, die geht halt weit, weit in die Zukunft. Bietet die Möglichkeit, dass man einfach sagt, es kann sich viel entwickeln, es können bestimmte Entwicklungen brauchen einfach Zeit, um stattzufinden. Genau. Ja, SF ist halt auch Ideenliteratur, das macht die Science Fiction stark und aus. Eine der tollen Fragen, die man immer gestellt bekommt, ist, was ist anders? Bei Near Future ist das relativ einfach zu beantworten, da wird meistens ein Parameter geändert und guckt, was passiert. Bei Far Future ist das ein etwas mehr, da muss man ein bisschen weiter ausholen. Genau. Da kommen wir zum Thema Weltenbau und der ist halt in der Science Fiction noch viel wichtiger als in der Fantasy. Die Umgebung ist quasi ein eigener Protagonist, der halt aktiv in das Leben der Charaktere eingreift, also der Protagonisten, Antagonisten eingreift und auch die Handlung mitbestimmt. Also sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Weltenbau ist sehr, sehr wichtig. Deswegen ist es zum Beispiel auch wichtig, den Klappentext von Hydrogul, der Alpha Centauri aufstand, vorher zu lesen. Ja, da ist eine Menge Weltenbau passiert und ich würde sagen, ich lese den Klappentext einfach mal vor, dann könnt ihr euch selber ein Bild machen. Genau. Hydrogol, der Alpha Centauri Aufstand. Das Umfeld. Die Erde ist komplett überbevölkert und die gesamte Menschheit ist in sogenannte Terra-Arkologien zusammengefercht. Auf einem der ersten Expeditionen zu einem anderen Sonnensystem treffen die Menschen auf eine außerirdische Gesellschaft, die der Menschheit hilft, im Nachbarsonnensystem Alpha Centauri Platz auf insgesamt 14 Planeten für die 36 Milliarden Menschen zu schaffen. Der Umzug erfolgt mittels der Hydrogol-Maschinen, die einfach die gesamten Terra-Arkologien, bis auf eine, auf die Planeten von Alpha Centauri verteilen. Die Maschinen stehen unter der strengen Aufsicht der Wächter, allerdings kommt, was kommen muss. Die Maschinen gelangen in unbefugte Hände und die Hydrogol-Kriege stürzen die Menschheit mit ihren Zeitparadoxen fast in den Untergang. Die Rettung erfolgt mittels des Hydrogol-Kurzschlusses, der alle Hydrogol-Maschinen verschwinden lässt. Darauf folgen Jahrtausende, in denen sich das Leben in Alpha Centauri normalisiert und dann auf der Erde der langsame Niedergang einsetzt. So, zur eigentlichen Handlung des Alpha Centauri-Aufstand.
Im Alpha Centauri Sonnensystem geht alles seinen üblichen Gang, bis eines Tages der führende Clan des Planeten Lotus für immer auf die Quarantänewelt in Verbannung geschickt wird. Dort kommt es zur Revolte und die Wächter werden aus Alpha Centauri vertrieben. Die Wächter ziehen ihre Ressourcen aus den Umgebungen Sonnensystem zusammen und holen zum Gegenschlag aus. Okay, man kann sich vorstellen, das eskaliert etwas, etwas mehr. Ja, also es geht hin und her, das Kriegsglück wendet sich und ja, es geht rund. Ja, also ich denke mal, Fans, Space Opera, Military Science Fiction, mehr Space Opera, aber kommen auf ihre Kosten. Ja, genau. Das ist so im Prinzip der Alpha Centauri Aufstand. Ich würde sagen, es geht dann nachher bei mit Hydrogol Inquisition weiter. Das ist der zweite Teil der Reihe oder das zweite Buch der Reihe mit einem Hydrogol 102. Bis dann. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Guckt mal rein. Ich würde mich freuen. Ich denke, es ist eine spannende Welt, ein spannender Roman, der eine ganze Menge mitzubieten hat. Und schaut mal rein.